Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Tease Me. Wir haben wieder ein paar Trailer gesammelt, die entweder keinen Platz in der Sendung gefunden haben oder ja, vielleicht demnächst erst noch kommen und nie eigentlich für die Sendung gedacht waren und so weiter und so fort. Und deswegen sitzen Etienne und André am Bildschirm noch hier und wir gucken uns jetzt mal einfach ein paar Trailer an. Let's go! Ah. Kenn ich. Was sagst du? Gut. Gut? Ja. Ist nicht? Nein. What? Warum? Zu viel Quatsch? Zu viel Quatsch, ja. Okay. Und ja, dachte, ich mache jetzt alle erst auf Deadpool, ne? Ja, aber ich dachte auch erst, wär ungeil mit der Tonalität, aber ich meine, sie haben die Tonalität ja jetzt im ersten Teil schon etabliert. Weil der erste hat ja erstmal düster angefangen, aber war ja dann am Ende raus dann trotzdem auch ein bisschen quatschig so. Und deswegen jetzt so einzusteigen, ist ja eigentlich noch konsequent, aber ja. Ja. Es ist halt auch nicht witzig so. Es ist halt quatschig, aber richtig lustig ist es halt auch nicht. Okay, ich find's jetzt auch nicht mehr geil. Ich sehe Tom Hardy, ich sehe Venom und find's erstmal cool, aber ich fand den ersten ja auch schon jetzt nicht so gut. Also, der war okay, aber der war auch nicht so richtig konsequent. So schlecht. Nee, und vor allem halt beim ersten war das ganze Ende ja so gehetzt, weil sie da super viele einkatten mussten und so weiter. Ich fand den ersten aber auch jetzt nicht super schlecht. Ein bisschen Bock habe ich, aber mal gucken halt, in welche Richtung das halt geht. Den Antagonisten finde ich halt cool hier. Aber das ist halt schon auch eine Sache, die mich dann stört, weil das, was man jetzt hier von Carnage sieht, ist halt einfach Venom in Rot. So. Und ich habe halt die Angst, dass ich am Ende wieder so einen Knetball aus CGI, sag ich mal, Aliens habe, wie im ersten. Carnage ist doch eine Variante von Venom, oder? Nein, eigentlich. Der macht doch den gleichen Quatsch. Was ist denn? Ja. Also er sieht auch in den Comics eigentlich anders aus. Er ist nicht das gleiche breite Ding wie Venom. Er ist viel drahtiger und schlanker und detaillierter auch in seinem Outfit. So. Ich weiß nicht, das sieht aus wie Venom 2. Also es sieht aus wie Venom 2. Carnage ist schon ein ähnliches Vieh. So. Nein, dann muss ich Mrs. Trent fressen. Nein, du kannst nicht Mrs. Trent fressen. Was? Nichts. Ah, ich weiß nicht. Ich bin nicht der größte Fan von dem ersten Film, obwohl ich über den tatsächlich noch überraschend besser fand, als ich befürchtet habe. Aber ja, es ist noch nicht so. Es hieß ja beim ersten auch erst so von wegen, der wird vielleicht ein bisschen ziemlich hart und R-rated und so, und war ja dann auch nicht wirklich so. Und, ja, das ist ja etwas. Ich sehe jetzt auch schon halt, wie du sagst, ich sehe schon das große CG-Finale natürlich wieder mit den beiden Monstern, die sich halt groß kloppen, wird darauf hinauslaufen. So. Also bin ich abgeneigt, aber jetzt so mega Hype oder so bin ich darauf jetzt aber nicht. Aber was sollen sie auch machen? Sollen sie das ausdiskutieren? Venom und Carnage sitzen in einer kleinen Hafenkneipe. Ist schon klar, aber ich glaube, es sieht halt optisch genauso aussehen halt wie beim ersten am Ende, so rein von der Inszenierung wahrscheinlich. Einfach halt großes CGI-Gekloppe, ja. Ist ja okay, hat ja bei anderen Filmen auch funktioniert, aber ja, auf jeden Fall so mega, mega heiß drauf bin ich jetzt nicht. Der erste hat halt ja das Problem gehabt, dass der keinen zweiten Akt hatte. Ja. Der hatte den ersten Akt und dann hatte er das Finale. Ja. Und der war ganz komisch. Ja. Und das Finale fand ich halt einfach. Fand ich wirklich furchtbar. Da wurde Potenzial verschenkt, deshalb habe ich ein bisschen Hoffnung, dass sie es jetzt beim zweiten machen. Aber ich hoffe auch, Andy Serkis, vielleicht hat er ein besseres Gespür für die Geschichte und für die Figur so. Also ich hoffe es. Ich bin jetzt nicht irgendwie. Dass das irgendwie, also ich glaube nicht, dass das ein Flop oder eine Katastrophe wird, aber wirklich gehypt bin ich jetzt auch nicht und ich gehe da eher mit einer nüchternen Erwartungshaltung ran. Ich habe bald Bock auf Woody Harrelson, aber es ist halt die Frage, wie lange man ihn sieht, ne? Ja. So, let's go, komm, nächster. Friends. Und das ist hier The Black Knight. Ach, Green Knight. Green Knight, Black Knight. Hype hoch 10. Ja, Mann. Ich sag, wie es ist. Regale me and my queen with some myth. Von wem ist der? Laurie heißt der, ne? Ja. Von dem Ghost Story Regisseur. Dev Patel, ne? Ja. Oh, greatest of kings. Let one of your knights try to land a blow against me. Bilder sind halt geil. Ey, das müsste eigentlich genau dein Ding sein, Eddie, weil das hat so krasse Dark Souls-Vibes. Ja, das sieht auch richtig geil aus, ehrlich gesagt. Macht richtig. Und der Score gleich einsetzt, der Score ist so gut.
One year hence. Another year nearly gone already. Ich habe ja schon letztes Jahr kommen, wurde dann verschoben, halt wegen Corona nochmal von A24. But it is not complete. Ich habe halt die Angst, dass ich bei diesem Film wieder nichts verstehen werde, so vom. Weil die halt alle wahrscheinlich noch da ein bisschen entsprechend sprechen oder ein entsprechendes Englisch an den Tag legen. Untertitel David könnten helfen, ja. David Lowery, genau. Der hat auch das Pete's Dragon Remake gemacht. Oder Elliot Schmunzmutter. Die Bilder mit den Riesen, das sieht so geil aus. Das sieht alles so. Also das, die Bilder sind der Oberhammer. And what do you hope to gain? From facing all of this. Honor. That is why Knight does what he does. Are you ready? Also da bin ich doch sehr neugierig. Da bin ich auch direkt am Start. Ich muss echt sagen, ist eigentlich mit mein Hype-Film des Jahres bisher, also mein Number One. Na, ich will mich nicht zu. Ja. Ich will mich nicht zu sehr. Mit solchen Aussagen muss man ganz vorsichtig sein, André. Aber ich habe auch keine Ahnung, was kommt denn dieses Jahr noch? Dune. Beispiel. Ja. Ja. Many Saints of Newark. Das ist aber eine Serie, oder? Mhm. Ist das ein Film? Mhm. Das ist Sopranos-Prequel, ne? Mhm. Oh. Ja, schön. Last Night in Soho. Was ist das? Ja, der stimmt, neue Edgar Wright. Ja. Also es kommen schon ein paar ganz coole. Und diesen Mads Mikkelsen-Film will ich ja nicht sehen. Riders of Justice? Ja, Riders. Ja, haben wir schon gesehen. Der ist gut. So gut. Ja. Der ist gut. Zack. Nächster Trailer. Das ist mit Bane. Ach, das ist diese Stillwater, genau. Ja. Was ist das? Basiert auf einer wahren Geschichte? From Marseille. Vielleicht. I went to the gift shop. Den sehe ich immer gerne, Matt Damon. Ist wirklich so einer, ist nie mein Lieblingsschauspieler, aber immer einer, den ich gerne sehe. Little piece of home to take with you. In diesem Film sieht der Colin Gable noch ähnlicher, als wir schon in unserem Löffelmesser Gebel Bundeswehr Essen festgestellt haben. Ein bisschen, wenn du Leonardo DiCaprio Wish bestellst. Allison came here for college, and that's where she met this girl, Lena. So ein bisschen Taken, glaube ich. Für Matt Damon. Also Revenge Flick oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich Matt Damon jetzt noch für einen. Das ist doch, wie heißt sie? Mrs. Little Miss Sunshine. Abigail Breslin. Is the lawyer not helping you? I'm doing it myself for now. I could help. What's your name? Maya. Maya. Oh, that's nice. She's very protective with me. Man wartet eigentlich nur darauf, dass was explodiert. No one would talk to you, trust me. Also der Trailer-Twist so. It's not safe for you. Da kommen die Stadt-Audis. Audi. She's my little girl. Dad. Please. I'm not gonna give up. It will be a serious mistake to commit a crime. To prove your daughter innocent. It will not get her out of jail. And it will send you in. Lord, please keep a watchful eye on Allison. Amen. Police. Did you ask her to lie? I'm trying to get my little girl out of jail. That's all I give a damn about. You sound very American right now. Good. I am. Yeah, and you're also a stranger here. What did you do? You just have to trust me. Trailer, das ist vielleicht ganz gut. Der Trailer hat jetzt noch nicht zu viel schon preisgegeben, weil jetzt sehr viel Matt Damon läuft irgendwo lang und guckt. Aber ist ja vielleicht besser, als wenn er jetzt alle Setpieces schon hergibt, hä? Vielleicht ist das der Film. Ja. Und er mag es, seine Sonnenbrille auf der Kappe.
zu tragen. Aber ey, ich glaube, sieht nach einer hochwertigen Produktion aus. Da gab es doch, da gab's diesen ähnlich, also es gibt einen Film, nur 72 Stunden oder so. Da gab es ein Remake, ein amerikanisches von, glaube ich, mit Russell Crowe. Ja. Wo er seine Frau aus dem Knast befreien möchte. Mhm. Und das ist basiert ja auf einem französischen Originalfilm mit Diane Kruger. Und daran hat mich jetzt der Film so ein bisschen erinnert, dass da ja eigentlich eher ja ein normaler Mann ist, der versucht jetzt irgendwie einmal die waghalsigste Aktion seines Lebens zu bringen oder so, eben im Sinne, um seine Tochter jetzt aus dem Knast zu holen. Also so wirkte das für mich jetzt bisher. Also ein bisschen geerdeter als sowas wie Taken. Ja. Bisschen. 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 Aber Taken ist doch geerdet. Ja. Ja. Du, also der erste Teil geht auch. Ja. Klar, für jemanden, der ein special set of skills hat. Ne? Da soll sich halt, hast halt die falsche Tochter gekidnappt. Apropos, was haben wir noch? Oh, das ist der Spine of Night, oder? Ja, da hab ich Bock drauf. Da hab ich Bock drauf. Den könnte ich mir auch schön hier für ein Festival von uns vorstellen. Erinnert dich das was an? Ja, an Bakshi, genau. Ringe. He-Man. Hast du die Bilder von der Zeichentrickserie? He-Man Zeichentrickserie gesehen, die neuen? Und Kevin Smith? Sieht gut aus, ne? Wusste ich nicht mal, dass es kommt. Ach doch, haben wir sogar mal drüber geredet. Ja. Gibt's, okay, hat's auch nicht gibt's so das auch in 60 Frames hier? Hat auch ein bisschen was hier von Heavy Metal. Ja, ja. Ich glaube, auch die Klientel soll es abholen. Ich finde gut, dass sie in dem Film nicht sprechen. Dialoge eh bewertet. Ich muss die Lauswahl, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Must not know. Ja, hab ich Bock drauf. Bin ich dabei. Ja, ne? Bin ich voll dabei. Das ist mein Ding. Sowas hat man schon lange nicht mehr gesehen. Und Lord of the Rings ist auch mal so kurz. Ab. Ja. Ne? Das holt mich ab. Das holt mich auch ab. Na gut. Vielleicht holt dich ja der nächste Trailer ab. Ja, vielleicht. Ach, nee. Ja, das ist Forever Purge. Da habe ich sogar schon den Trailer geguckt und es gefällt mir überhaupt nicht, muss ich leider sagen. Nee, nein, mir auch nicht. Nee. Ach komm, Freunde, was nein, los? Ich mag, ja, mag also, die Purge-Reihe aber auch nicht. Einfach zu sagen, der Purge findet jetzt immer statt, ist einfach kompletter Quatsch. Also da ist die Prämisse wirklich super dumm. Das ist wirklich echt schwach. Wir heben einfach die einzige Idee, die diese Serie hat, heben wir aus den Angeln und sagen einfach, okay, wir haben jetzt einfach eine Horde Mörder, die umbringen wollen. Super also, neuer Plot. Da merkst du, wann ein Franchise zu Tode geritten wird. Und dann auch eher so Saw-Vibes hier mit Fallen und so. Ja, ja, genau, dachte also, ich auch hier am Anfang. Ich dachte erst so, ist das hier Spiral? Nee. Ich muss ja auch sagen, also den ersten finde ich ja total schwach, weil der damals einfach nicht kapiert hat, was er eigentlich macht. Weil er macht quasi eine Welt auf, die eine Regel hat, aber begrenzt das Ganze auf ein Home-Invasion-Szenario. Völliger Schwachsinn. Der zweite hat zumindest dann die Idee größer gemacht. Den dritten mochte ich ganz gern, weil der hatte so eine schöne Mischung aus allem, was irgendwie gepasst hat. Der war schön abgefahren. Und dann das Prequel fand ich schon wieder richtig schlecht. Und die Serie mag ich auch nicht. Ich finde halt die Idee nach wie vor irgendwie ganz interessant, aber ich finde, dass die ganze Reihe nie das Potenzial ausgeschöpft hat, was die Idee eigentlich mitbringt. Also entweder war es zu übertrieben oder zu klein gedacht, wie im ersten Teil, aber dieses ganze Sozialkritische, das einen Tag lang, das muss ja auch nicht nur in einer Stadt sein, das ist ja landesweit, ja, und du kannst da so viel theoretisch draus machen. Aber es wurde irgendwie dann zu quatschig immer, zu albern. Und auch nicht zu Ende gedacht, ne? Ja. Weil eigentlich müsste es noch viel, viel schlimmer sein, alles, was da abgeht in der kurzen Zeit. Aber ja, jetzt hast du halt Invasion USA umgedreht, so. Also, weiß ich nicht, ist alles. Aber scheint doch einiger Aufwand da reingeflossen zu sein, ne? Also wirkt jetzt nicht gerade billig oder klein, so vom Ding her, ne? Das waren 3 und 4 ja auch nicht, aber die waren immer noch konzentriert auf so ein Großstadt-Szenario. Hier
da siehst du ja jetzt hier wirklich, die gehen ja aufs Land und überall hin, ja. Naja. Ja, vielleicht sollten sie einfach mal weggehen, das wäre auch ganz gut. Nee, also, holt mich echt nicht ab. Ich bin da echt raus bei der Reihe. Also, das heißt, ich gucken tue ich ihn eh, aber ich werde ihn nicht mögen, glaube ich. Also, holt mich vom Trailer her wirklich gar nicht ab. Wie gesagt, ich mochte die letzten Teile auch schon nicht. 3 war echt mein Highlight bisher der Reihe, aber bin auch bei euch. Die Reihe hat nie ihr Potenzial wirklich ausgeholt und ich glaube auch nicht, dass das der neue Teil irgendwie ändern wird. Und The Purge ohne Frank Grillo ist sowieso nur die halbe Miete, ne? Also. Haben wir noch was? Ach, guck mal hier. All the years that I've been making music, if you get on a tour bus with a bunch of musicians, eventually the conversation will go to spots. Kenn ich alle nicht. Weird Al Yankovic. It's not a chance. I remember just seeing him all the time, like, who are those guys? They are a band who you can look up on Wikipedia and know nothing. We are Sparks, dude. Hey, ist das sowas wie Spinal Tap oder was? Ja, so in der Richtung, ja. Frequently asked questions about Sparks. How many albums are there? 25 albums. Are you brothers? We are brothers. How did you first meet? We are brothers. Music at its best, you hear it and you go, oh my god, what is that? It's insane, but it's fantastic. Each time you'd go to the rehearsal, there'd be something new there. Like, that's good. It wasn't like anything else. Das ist eher so wie Krampus. Krampus? Krampus. Wie heißt es? Faktus. Krampus. Ja gut, aber das ist ja auch Spaß. One of my favorite moments is John Lennon ringing up Ringo Starr. You won't believe what's on the television. It was the sound of the future. Sparks is way more prolific than all of the artists we consider to be the greatest in the world. Ja, ich bin auch drin. They sort of set a template that a Beatle would pretend to be Ron. That's amazing. They were taking all their creative juices and putting it into something that they loved. They were a bit much for most people. The culture just wasn't there yet. Is there anybody out there at all right now? They've reinvented themselves several times. The thing that marked them was their unwillingness to give up. That sounds like the scene from our biopic. Our time has come. Here we are. They may have given birth to other bands who don't even know that the lineage goes back to them. Still are waiting to get paid back for that. Why have you resisted doing a documentary until now? Also, es ist natürlich nicht so ganz losgelöst, ne? Also, da gab's ja schon Songs von denen. Also wie? Dieses When Do You Sing To Get My Way, das ist ein richtig, also ich kenne die Jungs. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht schon ein Quatschprojekt von jeher geplant war, aber ich glaube, so ganz Spinal Tap ist es nicht, weil Spinal Tap wurden ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, erst aufgrund der Dokumentation zu einer richtigen Band und die sind ja schon eine Band gewesen. Aber das ist doch eine Fake-Band. Naja, nee. Guck das jetzt nach. Ja. Nee, die gibt's wirklich. Sag ich doch. Die Sparks sind eine um die Brüder Ron Russell Mayle, die Anfang der 70er in Los Angeles gegründet wurden. Die Band begann Pop und Glamrock, entwickelte sich über diesen Rahmen jedoch hinaus und bewanderte. Edgar Wright inszenierte mit The Sparks Brothers einen Dokumentarfilm über die Band. Ach krass, ich dachte, das ist eine Fake-Band. Na, dann ist es ja eine echte Dokumentation. Ja, aber ich glaube, die wird schon so ein bisschen ins Absurde getrieben, weil die beiden Jungs ja auch wohl nie so ein bisschen, also nie so ganz ernst mit sich selbst umgegangen sind. Ich weiß nicht, ich bin gespannt. Ich hab auf jeden Fall Bock drauf, weil ich kenne Songs von denen. Sieht super spannend aus, aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich da genau erwartet, wie du gerade sagst. Ist es jetzt wirklich, ist es wirklich ein Doku? Hat es irgendeine Überhöhung? Kann ich jetzt aus dem Trailer nicht richtig rauslesen, aber also eine gewisse Note hat es ja anscheinend. Ich meine, Edgar Wright inszeniert, wissen wir ja auch. Bin da schon intrigued, aber weiß echt nicht genau richtig, was ich da erwarten soll, ja. Hatten sogar mal Number 2-Hit in England. When Do I Get to Sing My Way? Den gibt's auch. Der hatte in Deutschland 7. Platz in den Charts. Ja. Weil der größte Hit von ihnen ist This Town Ain't Big Enough for Both of Us. War ihr erstes Single. Okay. Na gut. Haben wir noch einen? Oder sind wir am Ende? Einen haben wir noch. Cool. Kenn ich. Who am I? Andrew Garfield? Ja. Mhm. Also den Schauspieler kenne ich. What do you want to do with your life, Frankie? I don't know. Spider-Man! What kind of stuff you want to make?
You got potential. I want to make your next picture. Really? Yeah. Sie haben ja schon mal. Yeah, right now. Yo, what's up? Thanks for checking out this video. My little niece worships these guys who do and say nothing. Yo, why is my existence so lit? And promote a lifestyle of doing and saying nothing. Hashtag swimming pool, hashtag cocktail, hashtag this pineapple life. You can't be following me. Like, I'm no one special, man. Holy. You've got talent. Do you want to be the guy that made two cool videos? Or do you want to be no one special? This is the beginning. People came. How good this is, huh? We have phone or no phone. I'm Charles Melton, and I'm here with no one special. Then we have the game hier. Show. Oh, bad idea. Good idea? I love you, no one special. This is just feeling so right. We're about to go stratospheric. You know, I see the sun is right? Also a star, glaube ich. Don't hurt her. Love that, Jake. Are you prepared to let the world see the real you? He's not who he says he is. Your success directly contradicts your message, does it not? You tell Johnny viewers, Knoxville. They're stupid Johnny Knoxville. For watching us. And Jake Paul. You wake up because you're getting swept away. I'm so jealous of him. Get the viewers back up before we lose any more. A prophet will not be accepted in his hometown. You get to lead the revolution. Are you gonna stop this? It could be really powerful. Have you told me one single thing that was true? So, I'm no one special. Cut. That was great. Mainstream. Oh. Und Sozialkritik, Social Media Kritik. Bisschen Spree ohne Gewalt, oder was? Ja, wer weiß, ob es nicht vielleicht in Gewalt endet. Aber ich glaube, ja, das soll so ein Blick wahrscheinlich hinter so eine. Am Ende sagen die uns, dass dieser ganze Social Media Fame gar nicht so geil ist. Verdammt. Der Influencer-Lifestyle. Und dann kommst du, oder? Ja, gib mir mal den Influencer-Lifestyle. Pineapple-Life. Schauen wir mal. Erinnert mich so ein bisschen, ne? So vom reinen Auftreten her vielleicht. Das könnte sowas sein wie Waves für so eine Instagram-Lifestyle-Welt. So, ja. Wie es inszeniert ist, mit auch den Grafiken noch mit da reingebaut und so weiter. Also so ein bisschen surreal, ein bisschen überdreht. Alle möglichen Videospielereien drin. Also ich bin nicht abgeneigt. Ja, ganz, ganz interessant, aber sehr ambitioniert. Man könnte schnell den Eindruck des Überambitionierten bekommen. Und dann geht's ja auch, glaube ich, immer, läuft man dann ja immer in Gefahr, dass man mit seinem Stil, wenn man den so exzessiv irgendwie betreibt, dass man dadurch genau das Gegenteil erzielt, ja. Nämlich, dass man da irgendwie die Leute abstößt und irgendwie langweilt oder irgendwie einfach zu viel des Guten liefert und man dann irgendwie keinen Bock mehr drauf hat. Aber ich dachte, Palo Alto war von Sofia Coppola, nicht von Gia Coppola. Ehrlich gesagt. Und Palo Alto war ja auch so Ensemble-Ding, ne? Ja, auch so, ja, so wie diese, wie Sofia Coppola auch ihre Filme macht, so eher so eine Milieustudie, klingt jetzt so krass, aber eher so einfach Kamera draufgehalten, ohne jetzt wirklich eine größere Geschichte, würde ich jetzt mal sagen, zu erzählen. Und da bin ich mal gespannt, ob das auch wieder sowas ist, wo einfach nur so. Ja. Der Alltag von diesen Leuten. Ja. Ja. Ja, wo laufen lassen wird, ohne Kontext quasi, ja. Ein bisschen ohne das in Kontext zu setzen. Ja. Also das Ding ist halt auch wieder so ein Film, wenn der auch viel mit gewissen Einstellungen spielt, vielleicht auch eben mit dem Social Media visuell darstellen und so weiter, ist natürlich auch die Glaubwürdigkeit wieder wichtig. Ne? Also wie, wir kennen alle Social Media, also ich meine, wie auch bei Spree oder sowas, da ist ja immer der Blick drauf so ein bisschen, wenn du das darstellen willst visuell, wie glaubwürdig ist das? Aber ansonsten, ich mag Andrew Garfield, sehe ich eh gern. Kann ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen in der Rolle, so in der Position. Ja, vor allem seit Under the Silver Lake, finde ich, ist er, glaube ich, die richtige Person. Der hatte so ein bisschen ja, ne, der auch, Silver Lake-Vibes mit Social Media gedöns. Aber das habe ich mich dann gefragt, ob das jetzt aufgrund von Andrew Garfield einfach der Eindruck ist oder weil der Film schon auch so ein bisschen daran erinnert. Ne? Also ja. Ich weiß es nicht. Aber weil er halt auch wahrscheinlich da wieder von einem Setting oder Szenario ins nächste da stolpert. Mhm. Deshalb meine ich, wahrscheinlich gibt es super viele interessante Settings und Szenarien, aber ob die dann wirklich eine kohärente, gute Geschichte erzählen, muss man halt sehen. Ja, müssen wir sehen, aber wir sind gespannt drauf. Mainstream heißt der. Mainstream. Da kann ich nichts mit anfangen, ich bin Underground. Wie ein Sarg. Das ist der Nachfolger dann. Ja. Underground. Cool. Dann danke ich an dieser Stelle.
Danke, André. Danke, Etienne. Und euch da draußen fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich so schnell es geht wieder auf diesem Kanal oder eben bei Rocket Beans oder eben an jeder anderen Stelle, an der wir unter anderem vertreten sind, ne? Tschüss. Tschüss. Ciao.